Ist jemand von den Zodiacs? Ja. Ach, mit ihnen habe ich versucht, mit ihnen zu reden. Mit Also, kann mir wir nicht. kurz. Doch, doch, tatsächlich schon mit ihnen. Mit mir, Jemand, lol. ja, mit jemandem von den Zodiacs, ne? Ich komme, wenn mit meinem Chef. Wer ist denn Ihr Chef? Wie heißt er? Johnny Schlitzer. Ja, ist der Bruder da? Nee, ist er nicht. Gut, dann möchte ich mit ihm reden. Ja, klar. Alles klar. Oh, du Puto, du ist mir jetzt ganz genau zu. Okay. So. Dieser Jordi Schlitzer, der war echt respektlos zu mir. Geht gar nicht. Ich wünsche von ihm eine Entschuldigung, sonst werde ich das mit ihm anderweitig klären. Dann kommen meine Jungs zu eurem Anwesen. Danach können auch Kugeln fliegen. Das sage ich so, wie es ist. Wenn keiner redet so respektlos mit uns und mit der Familie. Puto, dann machst du Ein jetzt die Hände Moment, hoch. Moment, Moment, hey, Nein, hey, nein, alles nein, gut, nein, nein, alles gut, nein. alles gut. Einmal kurz was klären. Ich, mein lieber Freund, bin der Anführer der Zodiacs. Und Ach, wenn... das ist mir jetzt aber neu. Wie gesagt, das geht gar nicht. Du siehst ja, ich wollte mit dem hier nochmal reden. Natürlich habe ich auch mit dem anders geredet. Wegen dem waren ein paar Kollegen im Krankenhaus von mir. Aber was ist Gar nicht. vorgefallen? Was ist vorgefallen? Die sind zu uns gekommen, haben echt respektlos mit uns geredet. Ich habe gesagt, dann macht ihr jetzt einmal die Hände hoch. Ein paar Leute standen vor uns auf dem Dach. Also ihr entschuldigt euch jetzt und dürft ihr gehen. Ich habe gesagt, ihr kniet aber, damit euer Leben euch sehr was wert ist. Ich hatte keine Absicht, auf die zu schießen oder so. Ich habe gesagt, der eine, weil er gesagt hat, direkt LSVP wieder, habe ich gesagt, der kann sich anders aufstellen. Ihm wird nichts geschehen, aber wenn sich der Jordi Schlitzer jetzt nicht entschuldigt, kriegt er eine Kugel in den Kopf. So, dann meinte der Typ an dem Auto, eine Waffe zu ziehen und auf meine Leute zu schießen. War ein neuer von uns. Ja. Der neue von uns. Welcher ist dieser neue gewesen? Weißt du Den nicht? Kennt er hat Jordi unseren aufgenommen anscheinend, ja. Kodex nicht oder was? Echt? Also jetzt bin ich hier, ich bin derjenige, der Anführer der Zodiacs ist. Von daher können wir das auch klären. Alles klar, dann bitte ich dich einmal auf mein Bike aufzusteigen. Ja, ich möchte nicht mit solchen Leuten dann reden, bevor ich hier noch ausraste und hier noch Kugeln fliegen. Ja, das ist also die Ansage verstehe ich. Ich höre sie auf jeden Fall. Wir haben uns die ganze Zeit gut und freundlich unterhalten. Deshalb bitte ich auch weiterhin den respektvollen Umgang mit meinem Kollegen zu wahren, auch wenn es hier eine Missverständlichkeit gibt. Ich denke mal, es kann alles geklärt werden. Nur in einem freundlichen Ton. So, ich steige jetzt auf. Du wartest am Anwesen. Wie hoch sind die Arztkosten gewesen? Insgesamt für zwei Personen, die Kugeln mussten und die Kugelsplitter mussten ja entfernt werden, ne? Das mit der Streifwunde war eine Lüge, weil ich wollte nicht sagen, wie schwer meine Jungs verletzt waren. Einen wurde ins Bein geschossen, zweimal. Der konnte für eine Woche nicht richtig laufen. Der kann immer noch nicht richtig laufen, der humpelt. Und den einen wurde in seinen Rücken geschossen, der könnte fast nicht mehr laufen, dann wäre er lebenslang im Rollstuhl. Und das hat dann insgesamt für zwei Leute 50.000 gekostet. Jetzt schon einfach mehr RP als in 2 Monaten Grant. Das ist so geil. Wirklich einfach mehr RP als 2 Monaten Grant. Aber Jordi hat mir erzählt, dass er nicht respektlos war. Also sind die halt nur hingefahren, um mit denen zu reden. Verdammt nochmal, aber wir kennen doch Jordi. Wie schnell was mit deiner scheiß Zündschnur ist. Wir wissen doch genau, wir Deswegen kennen ihn habe ich von dir allen doch. anderen Inseln. Das habe ich dir doch schon gesagt, dass wir Jordi beide kennen. Ja, wir sind hierher gekommen auf diese fucking Insel, um ein neues Leben aufzubauen. Wir wollen fucking Geschäftsleute sein. Wir wollen uns nicht mehr diese fucking Filme geben. Wir wollen einfach nicht mehr Leute auf den Meeresgrund schicken und keine Ahnung, klein hacken und den Schwein zum Fraß vorwerfen. Und jetzt kommt sowas oder was? Der So habe ich mir niemand das tut nicht das. gedacht. So habe ich mir das nicht gedacht. So habe ich mir das nicht gedacht. Ja, natürlich, weil er einfach abgefuckt von dieser Situation ist. Deshalb ist es wichtig zu wissen, was da vorher passiert ist. Ja, weiß leider nur keiner mehr, weil es keine Zeugen gibt. Ja, und jetzt steht seine Aussage gegen eine Aussage von uns, die einfach, keine Ahnung. Wir Ja, haben keine Aussage. Wir haben der keine neue ist ja auch Aussage und irgendwie der hat anscheinend nicht sie. da, ne? Ich weiß gar nicht, ich habe den noch nicht einmal kennengelernt. Ja, wie heißt dieser? Wie heißt dieser Wichser? Was ist mit dem? Warum schießt der einfach auf Leute? Wir sind 3 Leute in unserer Scheißfirma. Das Scheißcasino ist noch nicht fertig. Und der fängt einfach mit den Vargos, mit irgendeiner Gang Stress an. Was ist denn sein Scheißproblem? Da hat Jordi wieder irgend so einen komischen Vollidioten am Würfelpack aufgegabelt, nur weil er sagt, er hat einen scheiß Gemüsestand, ist er noch kein Geschäftsführer. Er sagte mir jetzt 50.000. 50.000 wollen die von uns haben. Sehe ich nicht. Sehe ich auch nicht. Aber ich sehe auch nicht ein, unsere Firma in Gefahr zu bringen. Sehe ich auch einfach nicht.
Wir können so Leute nicht gebrauchen. Wir brauchen Leute, die sich unterhalten. Es reicht mir schon, dass dieses Pulverfass Jordi einfach hier dabei ist. Aber als mein Bruder kann ich den... Vielleicht sprichst du mal mit denen von den Kalis. Und dann? Dass wir von denen vielleicht Waffen bekommen. Ja, und dann haben wir bei denen Schulden. Dann haben wir da Schulden oder wir bezahlen alles, was wir haben, an die Kalis, verlieren eventuell alles. Und, ja, ist richtig. Und haben Stress mit den Vargos. Dann haben wir Schulden bei den Kalis und haben Stress mit den Vargos. Das ist richtig. Aber da muss man halt abwägen, ne? Was ist besser? Ja, natürlich muss man abwiegen, was ist besser. Aber das Einfachste ist ducken. Aber das dauert ja noch ein bisschen. Die brauchen da ja Ewigkeiten. Für ja, der Architekt, ich habe heute wieder einen Anruf gekriegt, dass die Stromleitungen noch ewig lange dauern. Und wir haben schon so viel Geld dafür bezahlt, ey. Ja, auch hier, das Anwesen ist ja noch nicht fertig eingerichtet. Das ist, wir haben viel zu viele Baustellen, als dass wir irgendwo groß Stress anfangen können. Da sagen die Kalis dann bestimmt, ach, kein Problem, ist doch für uns kein Problem. Wie viele Leute braucht ihr denn? 10? Wir bollern einfach die Vargos um, jeden Tag. Und dann müssen wir Schutzgeld an die Kalis bezahlen, weil die uns vor den Vargos schützen. Ja. Geld, was geht's? So, was war denn jetzt lustig? Ich habe eben gerade ein Gespräch mit dem Herrn von den Vargos gehabt. Die haben uns ein Ultimatum gesetzt. Die haben gesagt, du warst bei denen am Barrio mit einem neuen Typen, der sich da vorgestellt hat. Ja, oder halt das Leben von dem, ne? Genau, oder den Kopf von dem. Was ist das für ein Typ? Wo hast du den her? Wie heißt der? Wie ist sein Name? T-Fi. T-Fi? T-Fi Killage. T-Fi Killage. Den habe ich aus der Anzeige heraus. Ich habe dem eine Anzeige habe ich geschalten tatsächlich, dass wir immer offen sind. Dann hat er mich angerufen. Dann haben wir entspannt im Garten geredet. Ich habe dir alles erklärt. Und ja. Du hast ihm alles erklärt. Hast du dem dann auch erklärt, dass wir nicht unbedingt als erstes schießen bei einer Gang? Hab ich dem 5-mal gesagt, ja. Und was hat der da gesagt? Ist okay. Und was hat er dann gemacht? Kann ich dir nicht sagen. Angeblich geschossen. Da frage ich mich, hast du dem das nicht richtig erklärt? Oder ist er einfach nur scheiße dumm? Also du hast gesagt, wir gehen eher hin. Wie war das denn mit der Vorstellung? Was kannst du dich denn noch erinnern? Hast du ihm gesagt, diesem Tiefall, dass wir da hingehen und uns vorstellen, Hallo sagen und dann wieder gehen? Oder hast du gesagt, wir gehen da hin und machen einfach den absoluten Affentanz und nehmen die richtig auseinander? Habe ich so nie gesagt, nee. Gut, alles klar. Also hat er das alles eigenständig gemacht? Ich höre oben ein Auto. Mach das. Ich erzähle jetzt mal, was ich dem gesagt habe, okay? Ja, ja. Also ich habe mir erklärt, wer wir sind. Wie wir die Sachen angehen, wie wir die Sachen regeln. Dass wir zuerst reden. Und eher auf dem Weg zu einer Einigung kommen. Ja, hier ist auf jeden Fall lang gefahren, aber hier ist keiner mehr. Jo. Also ich habe denen das vermittelt, was du mir vermittelt hast. So, es geht einfach darum, ich habe die Live-Anzeige aufgelesen. Ich habe gesehen, dass ihr euch bei dem Typen melden wollt. Bis 20 Uhr habt ihr eine Geschäftssperre, bis ich den Typen hab oder das Geld. Es geht einfach ganz einfach so, wenn wir euch auf irgendeiner Route sehen, wir werden euch da einpacken, in den Fluss werfen. Ist mir scheißegal, was ihr da sagt. Entweder der Typ kommt zu mir oder ich hol mir den Typen. Ja, das Problem ist tatsächlich, dass der Typ seit, so wie ich es jetzt mitbekommen habe, seit 2-3 Tagen einfach nicht mehr auf der Insel war. Dann müsst ihr 50.000 zahlen. Ist mir relativ. Ich sag jetzt mal, auf deiner Umgangssprache, das ist inakzeptabel, dass ihr Nein sagt. So, es gibt nur ein Ja oder ein Ja. Ich habe euch 3 Chancen gelassen. Wir haben vorhin uns unterhalten. Also wir müssen uns auch ganz kurz an die ganzen Bedingungen halten. Wir haben vorhin ausgemacht, wir treffen uns um 20 Uhr. Dann diktiert ihr oder du jetzt oder sie in dem Fall ja, aber, auf, was das jetzt hier hochkommen. Bitte, ja gut, aber das war kein Teil des Gesprächs vorher. Es war kein Teil des Gesprächs. Habe ich dir nicht gesagt auf der Fahrt? Der Leifenberger, mir habe ich dir das gesagt oder nicht? Ich habe es auch den Leuten erklärt.
Wenn jemand am Live im Mailer was macht, muss er mich fragen oder die Platz. Ihr habt keinen Bauchwunsch bekommen. Der Medic, der ist sowieso useless, den werden wir auch machen. Ja, aber woher soll ich das? Ja, okay. Ja. Gut, dann ist das natürlich etwas gewesen, was ich nicht bedacht habe. Ne, aber wir haben. Musst du besser zuhören. Ja, das ist korrekt. Das ist richtig. Gut, aber wir haben ja vorhin auch ausgemacht, dass wir bis 20 Uhr noch Zeit haben. Von daher ist ja jetzt hier. Aber ich möchte euch nicht am Live wieder sehen oder mit Leuten Geschäfte machen. Ich weiß, dass euch der Medic, der Bungalow, euch die Routen gegeben hat. Ist mir relativ. Wenn ihr da hochfährt, werdet ihr eingepackt. Ist mir scheißegal. Nur damit ihr Bescheid wisst, ihr habt so gesagt eine Aussichtskarte, sagen wir so, eine rote Karte. Also, so ist es euch entschieden. Oder ihr seid alle tot. Na. Fester Preis 70.000. So, Jungs, um 20 Uhr 70.000. Oder ihr seid tot.